Es ist die wohl schwerste Fußball-Challenge in Deutschland, mich Ole im Tic-Tac-Toe zu besiegen. Heute haben wir einen ganz besonderen Gast bei uns, nämlich Daniel. Servus Daniel erstmal. Servus, grüß euch. Schön, dass du da bist. Daniel hat sich bei uns gemeldet. Er hat im Hintergrund an unserer wunderschönen Trikotwand dieses Trikot von 1860 München gesehen und hat uns gefragt, wie kann ich dieses Trikot gewinnen? Jetzt ist er heute hier und will probieren, im Tic-Tac-Toe dieses Trikot für sich zu gewinnen. Wie optimistisch bist du? Sehr optimistisch tatsächlich. Ich werde gewinnen. Damit bist du optimistischer als, glaube ich, jeder andere in diesem Büro. Von sehr daher schön. Würde ich sagen, während des Spiels darfst du dieses wunderschöne Trikot schon mal anziehen, damit du ein kleines Gefühl dafür bekommst. Dann gucken wir mal, ob du es am Ende auch anbehalten darfst oder wieder ausziehen musst. Perfekt, machen wir so. Dann fangen wir an mit dem ersten Grid. Der Gast hat selbstverständlich das Recht, den ersten Pick zu machen. Und dann gucken wir uns das erste Grid doch mal an. Oh. Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Ich wusste es! Boah, ist das bitter. Oh mein Gott! Gut, erster Pick. Augsburg, Schalke, Daniel Caligiuri. Er nimmt auch gar nicht erst die 60er weg, weil er weiß, dass er die bekommt. Oh. Das ist heftig. Augsburg, Chelsea, Abdulrahman Baba. Puh, nicht schlecht. Bayern, Chelsea, Michael Ballack. Er spielt das taktisch gut, weil er meine 60er-Knowledge kennt. Das ist ekelhaft. Boah. Jetzt kann ich schon, ich kann nur noch mit 60 zumachen. Das ist jetzt schon also unfassbar fatal. Aber dann nehmen wir dir, glaube ich, zumindest mal, wir nehmen dir ein bisschen 60-Knowledge. Wir machen 60 Augsburg. Oh, nee. Oh Gott, wie heißt er? Moritz Leitner. Interessant. Vielleicht habe ich dich auch veräppelt mit meiner 60-Knowledge. Ja, vielleicht, wer weiß. Gut, mache ich weiter mit Bayern und 60. Dann nehme ich Ivica Olic. Kann sein, das Ja, kann sein, das Nein. Vertraue ich dir mal. Bayern, Schalke, gäbe es natürlich viele, aber ich muss natürlich, wenn ich das Ding schon vielleicht nicht gewinnen sollte, muss ich ein bisschen mit meiner Knowledge flexen. Wenn nicht Leroy Sané, sondern bei Bayern, Schalke natürlich Alexander Baumjohann. Gut. Mit Real Chelsea, ne? Ja, Real Chelsea, Arjen Robben. Was hätte ich denn machen sollen mit den ganzen 60ern da? Und er hat ja auch schlau gespielt, er hat mir alle zugemacht. Ja, es ist die erste Pleite in meinem noch jungen Tic-Tac-Toe-Leben. Es fühlt sich schlecht an, es fühlt sich wahnsinnig so unfassbar schlecht fühlt es sich an. Man merkt, ich finde gar nicht die Worte, aber herzlichen Glückwunsch. Vielen Trikot Dank. Vor allem. Dankeschön. Besser als Antonio Rüdiger, Jeremy Frimpong, wie fühlt es sich an? Perfekt. Sehr, sehr schön. Derby-Sieger, würde ich sagen. Ja, dazu sage ich lieber gar nichts. Das Trikot ist verloren, meine Ehre, aber noch nicht gänzlich. Zwei weitere Grids haben wir noch vorbereitet, lieber Daniel. Und ja, von daher, ich kann das Best of Three noch holen. Bist du genauso optimistisch, wenn wir vielleicht kein 60 drin haben, dass ich dich immer auch, noch... Auch, immer noch. Schön, dass dir der Sieger ein wenig Selbstvertrauen gegeben hat. Definitiv. Ich bin auch Gewinner, Beginner. Ich bin natürlich auch ein freundlicher Gastgeber. Von daher machen wir weiter mit dem zweiten Grid. Autsch. Okay, ja, dann fange ich an mit Real Juve, Cristiano Ronaldo. Der Zweitplatzierte im Gold-Ranking, schade, aber gut. Dann machen wir Milan, Juventus, Leonardo Bonucci. Real, Tottenham Hotspur, Gareth Bale. Dann brauche ich jetzt Liverpool, Real Madrid und dann nehmen wir Michael Owen. Chelsea, Tottenham. Interessant. Das ist sehr interessant. Oh. Chelsea, Tottenham. 5, 4, 3, 2, 1. Und den Matchball, ach, den machen wir auch direkt fertig. Es gibt jemanden in der deutschen Nationalmannschaft, der isst sehr gerne Nudeln mit Ketchup. Ist eine absolute Legende auf Social Media und ist momentan leihweise bei den Spurs unterwegs von RB Leipzig. Ich will es dir nicht zu sehr unter die Nase schmieren. Timo Werner. Willkommen. Schmeckt. Und da schmeckt es genau, wie du sagst. Da schmeckt das 1:1 wirklich wie der Außenverteidiger vom Chelsea, Marlo Gusto. Ärgerlich. Traumhaft. Der Ausgleich wurde erzielt. Meine Ehre bleibt weiterhin bestehen, solange ich das dritte Grid für mich entscheide. Das alles Entscheidende. Das Trikot darfst du zum Glück anbehalten, aber ja, trotzdem. Gewinnen will ich trotzdem. Ich würde sagen, der doppelte Sieg würde natürlich auch doppelt gut schmecken. Von daher gehen wir ins dritte Grid und auch da lasse ich dir natürlich, gerade nach der bitteren Niederlage, die du gerade kassiert hast, wie immer den Vortritt als vernünftiger Gastgeber. Sehr freundlich. Machen wir weiter. Das dritte Grid. Let's go.
Dann fange ich an mit Bayern München und Champions League Winner Arjen Robben. Again. Bayern Weltfußballer, rest in peace, Franz Beckenbauer. Dann nehme ich Real Madrid Weltfußballer Cristiano Ronaldo. Again. Überraschender Pick. Dann machen wir Real Madrid Champions League Sieger. Da kann ich mir ja unter den 15.000 Leuten, die das Ding gefühlt 7-mal gewonnen haben, eine aussuchen. Nehmen wir mal den Powerkopfball Sergio Ramos. Manchester United und Weltmeister. Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Menu. Ich will jetzt keinen Stress machen, aber man munkelt, ich kenne da wen. Vielleicht sogar auch zwei. Vielleicht sogar auch drei. Seht ihr diese Hand? Wisst ihr, was diese Hand bedeutet? Ist ein Countdown. Raphael Varane. Ich hasse meinen Countdown. Wir machen weiter. Manchester United, Champions League-Sieger, Wayne Rooney. Real Madrid und Weltmeister, R9. Bayern Weltmeister, Schweini. Das ist doch schon wieder. Ist doch schon wieder. Ich kann es nicht mal mehr gewinnen! Ja. So, was haben wir jetzt noch? United. Manchester United und Weltfußballer. Oh je. Ich würde sagen, wir machen keinen zweimal, weil sonst wäre es ein bisschen langweilig. Ne? Aha. Das ist die Frage, ich mache dir ein Angebot. Wir können beide nur noch unentschieden spielen. Ja. Wir können es als Open Clue machen. Wer zuerst drauf kommt, holt sich das ganze Grid. Ich stelle es erstmal nur, ich müsste selber erstmal nachdenken. Mach mal so. CR7 haben wir nicht genannt. Gut, mach mal so. Weißt du Bescheid? Dann lass uns überlegen. Michael Owen. Oh. Ist das richtig? Ja. Doch, doch. Der muss Weltfußballer gewesen sein. Die Ehre, meine Damen und Herren. Mit einem Last-Minute-Open-Cluen. Dann, ich muss dir trotzdem sagen, du hast mich an meine absoluten Grenzen gebracht und mir das erste Glück abgezogen. Nein, aber ich hoffe, es hat dir Spaß gemacht. Ich hoffe, das Trikot sehr, gefällt dir. Sehr, danke schön. Ja, natürlich, schaut es euch an. 60 München. Aber ja, die Ehre ist zumindest halbwegs intakt gehalten, auch wenn ich das erste Grid leider abgeben musste. Trotzdem, wir freuen uns auf den nächsten Challenger, der mich hier in diesem Büro herausfordern kann, eins dieser wunderschönen Trikots gewinnen kann und mir theoretisch meine zweite Niederlage bei einem Grid, aber vielleicht meine allererste Niederlage in einem kompletten Duell hinzufügen kann. Der zweite Community-Gast in der Geschichte der Holding Six ist am Start und probiert mich und die Ehre, die Trikot-Ehre der Holding Six, wieder ein weiteres Mal etwas zu beschmutzen. Sami, schön, dass du da bist. Ja, schön, dass ich hier sein darf. Das Stück Stoff, um das es heute geht, trägst du bereits. Das ist das Frankreich-Auswärtstrikot der EM 2024. Und Sami kann mit viel Vorschusslorbeeren, die Ball Knowledge wurde gelobt. Und dementsprechend sollen die Grids auch extrem schwer sein. Wir gucken uns das Ding mal an. Sami wird auf jeden Fall starten. Ich bin natürlich ein guter Gastgeber hier auf dem Kanal. Und lasse den Mann im ersten Pick tätigen. Und dann gucken wir uns mal an, wie der Spaß hier abläuft. Auf geht's! Ich starte direkt mal in der goldenen Mitte und zwar mit dem spanischen Flügelflitzer Pedro. Barça Lazio, ey, ich hab's schon auf der Zunge gehabt. Dann machen wir doch erstmal Stuttgarter, liegen mir natürlich am Herzen, nicht nur durch Antonio Rüdiger, VfB Stuttgart, Torschützenkönig Mario Gomez. Ja, der ist nicht schlecht. Ja! Ich mache mal weiter und zwar links beim Bundesliga-Torschützenkönig und Lazio, da gehe ich mit Miro Klose. Ist gut. So. Ajax Lazio zumachen, gell? Ist dir schon klar? Habe ich gerade überlegt, ob ich es zumache, aber ich glaube, eines der wenigen Felder in diesem Grid, wo ich wirklich Stand jetzt, weil ich viel Ahnung habe, werde ich aber sicherlich auch drauf kommen. Besser wär's. Hast du was? Man weiß es nicht. Kannst du nicht sagen. Boah, gehe ich jetzt Risiko oder nicht? Ich kann ja jetzt hier nicht schon ins Trikot. Kann ich jetzt hier choken? Alter. Was heißt Risiko? Du weißt einfach nichts. Oha, stimmt. Da brauchst du jetzt nicht so rumtun. Bodenlos. Wen habe ich denn verpasst? Welchen Wechsel von Lazio zu Dings habe ich denn verpasst? Ich gehe erstmal Risiko. Stuttgart, Ajax, Borges Sosa. Zeig mir mal deinen Lazio-Ajax-Spieler hier. Ich bin gespannt.
Warte, unten Mitte fehlt noch aktuell, ne? Genau. Bei dir. Ich kann unten Mitte zu machen, du kannst mit Lazio alles. Also klar, im Idealfall machst du deine mittlere dazu oder du klar. Zerstörst den Ole unten. Nee, ich zerstöre erstmal den Ole unten und gehe da mit der guten alten Legende und zwar ist das Oriol Romeo. Absolut korrekt. Gut, sieht das Ding denn aus? Hätte ich auch gehabt. Komm, erstmal Arsenal, Barcelona, ich lasse es auf das Ding da hinauslaufen. Tschüss, Fabregas. Ja. Gold richtig. Ich mache erstmal oben rechts weiter. Das ist Ajax, Arsenal. Da müsste Dennis Bergkamp ein guter Pick sein. Das ist, glaube ich, sehr so ein guter Pick. Ein sehr guter Pick sogar. So, das sind jetzt die beiden Felder, mit denen ich selbstverständlich gestruggelt habe. Gewinnen kann ich sowieso nicht mehr. Von daher heißt es jetzt irgendwie auf Ajax Lazio kommen. Arsenal Kanone fehlt noch, oder? Ja, aber Arsenal Kanone ist egal, weil ich glaube, damit kann keiner von uns beiden gewinnen. Weißt du's? Du kannst. Ich habe einen Guess, aber kannst also, zuschauen, wie es runterrutscht. Ich kann jetzt einfach mal, ich sage jetzt mal bei Ajax Lazio David Neres. Ist auch falsch. Nein, das ist falsch. Ich hätte noch einen Guess, bei dem ich mir aber auch nicht hundertprozentig sicher bin. Das wäre Stefan De Vrij. Nein. Das ist Open Clue. Falsch. Ich kann natürlich jetzt einen Tipp geben. Oder wir lassen das zweite Bild entscheiden. Das darfst du als Gast jetzt natürlich sagen, wie Bild. Ja, nee, mit Tipp ist ja zu leicht. Dann lass es uns aufs. Was heißt zu leicht? Lass es uns aufs zweite ankommen lassen. Also es gibt genau drei Spiele. Drei, okay. Ich kann euch einen Tipp geben, es ist schon ein bisschen her. Und es ist der bekannteste Spieler, der gute Mann hat noch weniger Haare als der Ole. Und ist aber ungefähr genauso robust. Falls euch das hilft, mehr Tipps gebe ich jetzt nicht. Du bist dran, ne? Erstmal? Nee, das ist jetzt Open Clue. Ach so. Das ist jetzt Open Clue. Ich meine, ich denke mal, die User wissen es. Jetzt mit den Tipps. Also rein von den Tipps würde ich es dann einfach mal mit Japs Damm probieren. Das ist absolut korrekt. Na, stark. Oh, naja, hast du entschieden, dass das zweite Grid entscheidet? Naja. Absolut. Aber zählt ja nicht. Alles falsch gemacht. So, das erste Grid habe ich mit dem Open Clue verloren, aber die Absprache war, das zweite entscheidet, wo es das Schwierige sein soll. Und wenn ich mir das Ding angucke, teilweise drei Vereine drin, Olympiakos Piraeus. Mal gucken. Aber wir würden ja beide von uns brauchen, glaube ich, dass wir die Ball-Knowledge auf jeden Fall in unserem Blut haben. Von daher. Möchtest du, dass ich anfange, weil ich dir die letzte Runde den Vorzug gegeben habe? Fang gerne an. Das muss ich jetzt überlegen. Boah. Also erstmal Schalke, Bayern. Komm. Boah, hat er da gespielt? Doch, ich glaube schon. Mitte, Olympiakos, Schalke, Bayern, Rafinha. Stark, bockstark. Oh, bockstark. Ja, muss ich dir geben. Bockstark. Bockstark. Dann mache ich direkt mal oben in der Mitte weiter. Und zwar nehme ich da Niko Polidis, griechischen Torwart 2004. Stark. Auch stark. Sehr stark. Damals gefühlt schon 60 mit den weißen Haaren, aber naja. Ja. Stark. Brutal. Boah. Ich muss irgendwie um. Das Schöne ist, ich kann mit Olympiakos Fenerbahce eh nicht mehr gewinnen. Das ist schon mal komisch für mich. Schalke Bayern, müssen mir eigentlich nur meinen Namen einfallen, du hast ja ein paar genannt. Aber PSG noch mit drin. PSG. Kann man drauf kommen? Ja, liegt mal weiter auf der Zunge. Oh Gott. So schwer ist das eigentlich gar nicht. Ich weiß. Musst du wohl erst mit der anderen weitermachen, würde ich sagen, wa? Das ist überhaupt nicht gut. Komm, machen wir erstmal PSG-Europameister Presnel Kimpembe. Oh, Rapp! Nein! Falsch. Da choked er beim zweiten. Der ist ein Weltmeister. Das ist kein Europameister. Oh Gott, wieder in die Franzosen Europameisterfalle getippt. Oh nein. Oh nein. Jetzt geht's da eng. Oh nein. Okay, dann fülle ich das Feld mal richtig aus. Und zwar würde ich da sagen Renato Sanchez. Das ist korrekt. Oh nein, nein. Real Madrid, Fenerbahce. Welche alternde Legende hat sich damals hingeschifft? Du solltest vor allem jetzt eher Real Madrid Europameister zumachen. Ganz wie er möchte, würde ich sagen. Weil sonst hast du es verloren. Und einen Real Madrid Europameister könnte man möglicherweise einen gewinnen. Sergio Ramos. Dankeschön. Boah, Fenerbahce PSG zu holen. Ja. Es gibt ein paar. Das glaube ich mich auch. Es gibt ein paar, man könnte auch einen kennen. Aber jetzt nicht aus der näheren Vergangenheit, sagen wir es mal so. Also ich will keinen Druck aufbauen, aber ich habe ein gutes Gefühl. Es ist aber ein 50-50, ich bin mir unsicher.
Das jetzt zu verlieren nach dem Pick, nach dem Pick mit Kim Pembe wäre schon hart. Peinlich was. Fällt mir gerade keiner ein. Ich muss erstmal ein anderes nehmen und da nehme ich Paris, Bayern, Schalke. Das ist der gute Hamburger Jungen, Erik-Maxim Choupo-Moting. So ist es. Okay, das heißt, und links Child. Also, ich glaube, ich weiß nicht, ob er bei Ghana oder bei Fenner gespielt hat, aber ich probiere unten links mit Gregory van der Wiel. Das ist richtig. Ja! Schade um das Trikot. Der TikTok-König lässt sich nicht zweimal in Folge das Trikot abziehen. Ich habe den Kanal jetzt zumindest ein kleines Stück retten können, nachdem ich im 1860 FC Augsburg Grid auseinandergenommen wurde. Bodenlos, was ich vorbereitet wurde teilweise. Grüße gehen raus an Daniel, ich hoffe, du trägst das Trikot in Ehren. Hoffentlich. Nein, ja. Aber von daher, Fenerbahce PSG hat mich gerettet, trotz meinem Kim Pembe Totalausfall. Ich hoffe, dir hat es trotzdem gefallen. Schön, dass du hier warst und vielleicht gibt es ja noch mal eine zweite Möglichkeit, dass du hier im Trikot kämpfen kannst. Immer gerne, hat mir viel Spaß gemacht. Danke. Wenn ihr Bock habt, dabei zu sein, dann schreibt es in die Kommentare, slide in unsere Instagram-DMs oder Co. Und dann habt auch ihr die Chance, eins dieser wunderschönen vielen Trikots, die im Hintergrund hängen, gewinnen zu können. Von daher, wir sind gespannt auf eure Einsendungen. Euch erstmal noch einen schönen Tag und haut rein.